Für diese Zucchini-Küchlein oder Zucchini-Puffer benötige ich folgende Zutaten. Natürlich Zucchini, Karotten, dann nehme ich etwas Kartoffeln, Frühlingszwiebeln oder Zwiebeln, Eier, Mehl, Salz, Pfeffer, Chilisalz, Käse am Stück und man raspelt es selber oder so wie ich fertig gekauften geraspelten. Ich habe keinen ganzen da am Stück, nur Parmesan, aber das will ich nicht. Ich nehme lieber Gouda oder Emmentaler. Und Kräuter, das, was euer Garten hergibt oder was ihr gerne nehmt. Man kann auch getrocknete Kräuter nehmen, wenn man jetzt keinen Garten hat. Die genauen Mengenangaben, die findet ihr unterhalb vom Video, die Zutatenliste. Ich werde jetzt heute die doppelte Menge machen, weil wir halt mehrere Personen sind. Ins Rezept unten, was heißt Rezept, in die Zutatenliste schreibe ich halt nur zwei Zucchini und eine Karotte, also nur die Hälfte von allem. Ja, ich war ja vorhin im Garten und das, was mein Garten halt hergibt, glatte Petersilie, krause Petersilie. Ein Stängel Maggi oder Liebstöckel genannt und ein Stängel Sellerie. Und paar kleine Blättchen zupfe ich auch von Zitronenthymian, weil ich das einfach liebe, diese Mischung, wenn ich sie klein gehackt dann zu den Zucchini dann gebe. Ich werde als erstes auf jeden Fall die Zucchini schälen. Die großen werde ich ganz schälen, halbieren und das Kerngehäuse auch rausholen. Und aus diesen schmäleren, aus diesen neueren werde ich nur streifenweise schälen und sie dann ganz raspeln. Natürlich ohne die Enden, das schneide ich weg. Und dann werde ich die salzen und lasse sie dann stehen mindestens eine Stunde. Denn unten sammelt sich dann Wasser. Das Salzen zieht ja die Feuchtigkeit und das Wasser, das schütte ich dann weg. Das möchte ich jetzt nicht unbedingt in diesem Küchlein haben. Ja, und später dann, währenddessen kann ich ja die Kräuter hacken und die Karotte auch raspeln und die Kartoffeln, die schäle ich und raspel sie nur zum Schluss kurz, bevor ich dann die Masse vermenge und mit dem Anbraten anfange. Als Bindung nehme ich Eier, Mehl, Salz, Pfeffer und Chilisalz und halt den Gouda-Käse. Und ich brauche eine große Pfanne, am besten eine beschichtete und Öl. Zum Anbraten, ich nehme gerne halbe Olivenöl und halbe ein besseres hochwertiges Rapsöl oder Mazzolaöl, das was jeder auch gerne hat oder mit was er anbraten möchte. Man kann auch ein bisschen Butterschmalz hinzufügen. Olivenöl und Butterschmalz passt auch sehr gut. Vielleicht mache ich das sogar heute. Wenn man jetzt nur das Rezept oder die Menge, die ich angegeben habe, macht, dann kann man auch in einer 28 cm Pfanne das machen. Ich werde es höchstwahrscheinlich in meiner großen Elektropfanne machen, weil ich ja vielleicht doch ein bisschen mehr Masse habe.
Ich habe so viel Salz hinzugefügt, so wie ich denke, dass es Salz braucht, denn ich will diese nicht spülen. Manche spülen diese durch ein Haarsieb. Ich mache das nicht. Ich schütte da nur das Wasser. Seht ihr, hier unten sammelt es sich schon. Das schütte ich weg, der Rest lasse ich aber drinnen. Und dann gebe ich ja dazu die geraspelte Kartoffel und Karotte und die Zwiebelchen, die kleingeschnittenen und die Kräuter und Gewürze, die jeder gerne mag. Auch Paprikapulver kann man mit hineingeben. Ich gebe jetzt heute keins. Aber das kann jeder so machen, wie er möchte. Ich decke dies jetzt ab und in dieser Zeit, während dies steht, kann ich mir die anderen Zutaten auch alle vorbereiten. Ich habe mich jetzt doch entschieden, dass ich noch dieses bisschen Zwiebel hinzufüge, weil für die Masse kommt es mir ansonsten ein bisschen wenig vor. Jetzt schneide ich mir noch die Zwiebel klein und nachher werde ich die Kartoffeln schälen. Ihr seht, das Salzen und Abwarten macht Sinn, denn dies habe ich weggeschüttet und ich habe es nicht stark gepresst, wirklich nicht. Aber das hätte ich jetzt alles in den Küchlein gehabt. Und jetzt werde ich schnell noch die Kartoffeln. Schon hat sich hier unten wieder gesammelt. Das bisschen kann bleiben, denn ich gebe ja auch noch Mehl und Käse dazu und das bindet dann. Aber diese Menge hätte ich jetzt nicht gewollt da drinnen. Jetzt werde ich schnell noch die Kartoffeln da reinraspeln und dann kann ich alles zusammenfügen, gut vermengen und wichtig ist abschmecken, ob genug Salz, ob genug Pfeffer ist und das, was man gerne noch drinnen hätte. Ich habe jetzt abgeschmeckt. Ich habe hier jetzt 200 Gramm in die doppelte Menge, wohlgemerkt, an Mehl hinein. Aber mir ist die Bindung noch nicht fest genug. Und auch noch ein wenig Salz brauche ich, da ich Himalaya-Salz habe. Und das ist, finde ich, nicht so scharf wie, nicht so stark im Geschmack wie das weiße Salz. Und etwas Pfeffer gebe ich auch noch hinzu. Wichtig ist, dass ihr mehlig kochende Kartoffeln nehmt. Die sind besser für diese Masse. Und dass ihr selber abschmeckt, das was ihr möchtet. Ich werde jetzt auch noch ein bisschen Mehl hinzugeben und dann kann es schon mit dem Anbraten losgehen.
Zu diesem Küchlein kann jeder essen, das was er will. Auch nur einen leckeren Schmand oder Joghurt-Dip, das ist jedem überlassen, was er dazu isst, oder Bratwürstle, oder ja, wir lassen es heute auf jeden Fall vegetarisch mit dem Käse und mit dem Gemüse, ist ja ganz lecker. Und diese Küchlein essen wir dann sehr gerne auch auf einer Scheibe Brot oder Baguette. Vermenge ich dies nur gut und dann gefällt mir die Masse ganz gut. Dann werde ich sie so löffelweise, ihr seht dann, wie ich es in die große Elektropfanne gebe. Ich nehme jetzt eine Elektropfanne, weil ich hier doppelt das Rezept habe. Wenn ihr es macht, dann habt ihr nur die Hälfte von dieser Masse. Ich brate diese draußen an. Heute ist auch noch schönes Wetter, da kann ich es gut draußen machen. Jetzt schmilzt es gerade, das Butaris, und dann kann ich schon loslegen. Von beiden Seiten werden sie so schön goldgelb angebraten und eventuell dann immer wieder Öl nach Bedarf nachgießen. Die leckeren Zucchini-Küchlein oder Zucchini-Puffer oder wie man sie nennen mag, die sind jetzt soweit fertig. Ich habe noch draußen in der Pfanne welche. Aus dieser Masse sind mir 20 Stück solche Größe herausgekommen. Ich rechne pro Person 3 Stück und somit wird es für uns sehr gut langen heute Abend. Und ich hoffe, dass dieses Video und dieses Rezept jemandem gefällt, dass man es auch nachkocht, nachbäckt quasi. Und ich danke euch auch heute fürs Zuschauen und wünsche euch gutes Gelingen beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!